Hallo und herzlich willkommen bei Silverwurm. Winterzeit ist trockene Hautzeit. Also bei mir jedenfalls. Ich creme mich nie nach dem Duschen ein, das braucht meine Haut nicht. Aber trotzdem fühlt sich das im Winter gerade hier so an den Ellenbogen und so ein bisschen trockener an. Und da nutze ich die Sauna immer, um meiner Haut so richtig was Gutes zu tun, nämlich einen Kurtag. Und das habe ich dir in der Sauna, die aus war, ne, weil das geht ja sonst nicht, gezeigt, wie ich das mache. Zwei Produkte und nach einem Tag habe ich fast Babyhaut. Wenn ich im Wellnessurlaub bin, mache ich das tatsächlich dann jeden Tag wie eine Kuranwendung. Und du glaubst gar nicht, was das für ein Riesenunterschied ist. Wenn ich diese zwei Produkte in die Höhe hebe, dann heißt das einmal die Maske von Cellular Lift und das Lomi-Öl von Kurland. Beide Links werde ich dir hier unten reinschreiben. Und diese beiden Sachen, das ist mein absoluter Geheimtipp. Und wie ich das mache, zeige ich dir. Das erkläre ich dir dann auch gleich in dem Filmchen. Und danach fühlt sich meine Haut an, ja, fast wie Babyhaut. Und die duftet, weil dieses Lomi-Öl duftet. Die Maske duftet, das ist einfach ein Zusammenspiel, unfassbar gut. Aber jetzt guckst du dir an, wie ich das schön im Badeanzug, ne, weil nackig geht ja nicht, darf auch nicht gehen. Also im Badeanzug, in der Sauna zeige ich dir, wie ich das dann in der Praxis mache. Toll, zwei tolle Produkte, ich liebe sie und deswegen erzähle ich darüber. Dann guck mal, Michaela, in der Sauna, ne? Sauna, das ist doch wie Urlaub, oder? Entweder du machst einen Wellnessurlaub oder du gehst mal einen ganzen Tag in die Sauna oder vielleicht auch nur einen halben, wie du das gerade magst und Zeit hast. Meine Empfehlung, ganzen Tag in die Sauna, mittags ein kleines Salätchen essen, abends vielleicht nochmal eine Kleinigkeit und dann bleibst du, bis der Laden zumacht. Und das fühlt sich so an wie ein Tag Urlaub. Oder wie ich jetzt gerade im Wellnessurlaub bin und da habe ich immer was ganz Besonderes dabei. Weil so ein Wellnessurlaub, der kostet ja auch eine Menge Geld und die Anwendungen auch. Und mein Tipp, nimm dir etwas von der Maske mit oder von einem anderen Pflegeprodukt. Ich habe immer solche Röhrchen dabei, die gibt es natürlich auch in kleiner. Die haben wir übrigens auch in klein mit blauem Deckel bei uns im Shop, sind absolut dicht. Und dann machst du deinen Wellness in der Sauna selbst. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich komme nicht so gut ins Schwitzen. An manchen Tagen klappt das und an manchen eben auch nicht. Und da habe ich dann immer die Maske mit dabei. Aus dem Grund im Plastik, weil der Glastiegel ist einmal sehr schwer, unpraktisch in der Tasche und darf man im Saunabereich natürlich auch gar nicht mithaben. Deswegen füllst du dir dann etwas in so ein kleines Döschen. Das kann wie hier eine Labordose sein oder auch eine leere Cremedose oder da wirst du schon irgendwas finden, ein kleines Tupperdöschen, ne? Haben wir ja alle zu Hause. Ich beschreibe mir das immer dann hier, was drin ist. Und dann mache ich Folgendes mit der Maske. Jetzt wirst du sagen, boah, das ist aber viel. Aber wenn du überlegst in der Relation, was kostet denn bitte eine Gesichtsbehandlung zum Beispiel? Um die 60 Euro. Wenn du eine große machst, sogar noch mehr. Ein ganzer Tiegel von der Maske kostet irgendwas um die 30 Euro. Ich glaube, ein bisschen drüber. Und da kann man ruhig mal so richtig zu lang. Ich darf jetzt hier mit dem Finger rein, wenn du deinen Tiegel zu Hause hast, bitte immer nur mit einem Spatel entnehmen. Und dann trägst du eben mal eine große Menge auf Dekolleté, das Gesicht, die Oberarme. Ich mache sogar so, ich mache das grob über den ganzen Körper. Ich mache mir hier so Kleckse hin, natürlich so, dass das nicht runterläuft. Und dann setze ich mich in die heiße Sauna und fange dann an zu verteilen. Das hat zwei Vorteile. Erstens mal, du fasst dich selber an. Du hast Kontakt zu deinem Körper, du tust deinem Körper etwas Gutes und das wird er dir danken. Alleine nur, dass du dann mit dieser Creme schon anfängst zu massieren. Dann natürlich ohne Badeanzug, das ist natürlich jetzt nur für YouTube, dass der Film dann auch gesendet werden darf. Was auch seine Richtigkeit hat, ne? So. Und dann
Immer weiter. So über den ganzen Körper da, wo du es brauchst. Zum Beispiel an den Knien oder auch Ellenbogen, wo die Haut vielleicht auch so ein bisschen aufgeraut ist. Da, wo deine Haut diese Nahrung braucht. Und das ist so ein herrliches Gefühl. Und wenn man das an zwei Saunagängen macht, dann fühlt sich die Haut nachher, wenn du fertig bist, anders an. Mein Tipp, bevor du dann nach Hause gehst, nicht dann erstmal alles abduschen, sondern du machst es so. Du duschst irgendwann, was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde, bevor du meinst, fertig zu sein. Und dann gehst du nochmal für kurze Zeit in die Sauna, sodass du so nur ganz leicht anschwitzt und nochmal diese ganzen schönen Inhaltsstoffe in die Haut einschleust mit der Wärme und mit der Massage richtig schön tief reinbringst. Und dann gehst du eben nicht geduscht nach Hause, weil du warst da gerade geduscht. Und es kann mir keiner sagen, dass wenn man geduscht ist und dann nur, was weiß ich, 3 Minuten in der Sauna sitzt, dass man dann stinkt oder unsauber ist. Nein, da passiert überhaupt nichts. So, und das ist für mich der Inbegriff von Wellness, da ruhig mal richtig mehr zu verbrauchen, als man normalerweise nimmt. Und eben nicht nur im Gesicht, sondern tu deinem Dekolleté was Gutes. Den Armen, dem Bauch, den Knien, Schienenbeinen. Da, wo du meinst, dass du das brauchst. Und dann relativiert sich der Preis, den man an Material benutzt. Weil wenn man so einen Tiegel hat, meint man immer, man dürfte da immer so ganz sparsam mit umgehen, damit der möglichst lange reicht. Das ist auch richtig, das soll man auch so tun. Aber an besonderen Tagen und Urlaubstage sind für mich was ganz Besonderes. Und ein Saunatag, der ist für mich ein Urlaubstag. Da darf das ruhig dann schon mal im Großen aus dem Topf sein. Das ist so mein Tipp. So. Dann freue ich mich, wenn die Sauna gleich an ist. Ne, jetzt ist, wie gesagt, noch Reinigungsbetrieb. Ich durfte rein zum Drehen. Vielen Dank, Herr Dreier. Ja, wunderschöne Anlage hier. Und mit solchen Produkten, ja, zum Beispiel Massagecreme, die brauche ich dann auch zwischendurch, macht das Ganze einfach noch mehr Spaß und tut der Haut gut. Und dieses zwischendurch dann da liegen oder sitzen und hier nochmal mit dieser Creme massieren. Ach, das kann man auch selbst, ne? Klar, zur Massage gehen tut gut, aber das hier selbst zu machen ist besser, als wenn man da gar nichts macht. Und das bist du dir doch wert, oder? Dass du auch da sitzt und dann diese schöne Emulsion einarbeiten kannst. Und so komme ich dann auch viel, viel besser ans Schwitzen. Und ja, das ist dann einfach eine Freude, dieses Gemisch. Das hört sich jetzt vielleicht für dich eklig an aus Schweiß und Creme, aber Schwitzen ist ja nicht eklig. Das ist ja einfach nur Wasser, was da rauskommt. Und ja, hast du schon mal in der Sauna einen Stinken gehabt? Ich noch nicht. Also da sitzen alles saubere Menschen und das, was man ausschwitzt, ist nicht bar, sondern arbeite das mit dieser schönen Maske in die Haut ein. Ja. So, und jetzt freue ich mich auf den Saunagang.